Keine klassische Fritteuse, kein Dampfgarer, kein Kochtopf. Was Küchengerätehersteller derzeit auf den Markt bringen, sind sogenannte fettfreie Fritteusen. Mit denen lassen sich zum Beispiel Pommes kalorienärmer zubereiten. Bei der fettfreien Fritteuse werden nur noch 3% Fett gebraucht bei frisch zubereiteten Produkten, also sprich ein Esslöffel. Bei tiefgekühlten Pommes gar nichts mehr an Fett und das ist der Hauptunterschied. Frittieren heißt garen bei hoher Temperatur. Bei herkömmlichen Fritteusen schwimmt das Essen dabei im Fett. Die neuen Produkte erzielen ebenfalls sehr hohe Temperaturen, nutzen anstelle des Fetts aber Heißluft. Die Zubereitung erfolgt also ähnlich wie in einem Dampfgarer. Wir nehmen jetzt mal zum Zeigen tiefgefrorene Pommes. Und starten. Das Ganze dauert jetzt ca. 28 Minuten. Neben Pommes lassen sich in einigen fettfreien Fritteusen auch andere Gerichte zubereiten. Je nach Hersteller gibt es Unterschiede. Die Kosten liegen zwischen 80 und 250 Euro. Die hochwertigeren Geräte werden größtenteils über eine App gesteuert, inklusive Zusatzfunktionen wie Rezepte oder Mengenangaben. Die Funktion ist dabei immer dieselbe. In der beschichteten Wanne wird das Gericht über einen automatischen Mechanismus gewendet und dabei erhitzt. Natürlich merkt man geschmacklichen Unterschied. Es schmeckt alles deutlich frischer und nicht mehr so intensiv nach Fett. Guten Appetit!